Hallo ihr Lieben, schön, dass ihr eingeschaltet habt. Heute möchte ich euch hier auf der Kammerrange begrüßen und ein spezielles Pferd einmal vorstellen. Die Sierra habt ihr jetzt schon ganz oft in den Videos gesehen. Und ja, Sierra ist wirklich ein kleiner spezieller Fall. Sie ist jetzt seit 2 Jahren bei mir. Und heute möchte ich euch einfach mal zeigen, wer die Sierra genau ist, warum die so ist und ja, einfach euch das Pferdchen mal vorstellen. Sierra lebt in einer kleinen Offenstallherde mit Ponystute Holly, dem Minimuli Hugo und ihre besten Freundin Karma, das ist eine 20-jährige Hispano-Stute. Die beiden haben sich sehr schnell angefreundet und seit 2 Jahren lebt Sierra hier in dieser Gruppe. Das Paddock hinter mir, wie man sieht, ist noch leer. Das hat einen Zugang hier hinter, wo man die Wälder sieht. Da ist Sierra gerade und da ich nicht jeden Tag gern so weit laufen möchte, habe ich meinen Pferden angewohnt, auf Pfiff und Zuruf zu mir zu kommen. Und das probieren wir jetzt einfach mal aus. Ist schon mal mein Putzzeug und das werde ich heute auch sehr, sehr dringend brauchen. Wie man sieht, hat Sierra heute ganze Arbeit geleistet. Man ist richtig schön eingeschlammt, von oben bis unten. Mähne natürlich alles, Kopf. Ja, und dann kommen wir auch schon zur ersten Besonderheit. Ihr seht, Sierra trägt einen Knotenhalfter am Anbinder. Sie hat natürlich auch noch ein normales Stallhalfter. Aber als ich Sierra bekommen habe, war Anbinden so ein Drama. Sie hat mehrfach versucht, sich loszureißen. Und ich bin dann übergegangen, sie nicht mehr festzuhängen. Das heißt, sie bekommt das Knotenhalfter beim Anbinden ran. Aber sie wird nicht festgehangen. Das heißt, dieser Strick läuft hier ganz locker durch eine Ecke. Und sobald sie anzieht, fällt er runter und sie kann sich losreißen. Somit habe ich hier das Risiko minimiert, dass sie sich da verletzt. Allerdings das Knotenhalfter, ich könnte jetzt auch einen Stallhalfter nehmen, aber wenn sie doch anzieht, es ist ein minimaler Widerstand, dann ja, überlegt sie sich vielleicht doch nochmal anders, als wie wenn ein Stallhalfter jetzt wirklich dort schöne Auflagefläche bietet und auch da ein leichter Stopp fast nicht mehr spürbar ist. Das ist geht wirklich nur um einen minimalen Zug. So, auch hier fährt schön von oben bis unten dreckig. Ich werde jetzt mal putzen. Vermutlich viel erlebt und das muss man immer bei solchen Pferden berücksichtigen. Manchmal ist es einfach wichtig, nicht immer nur kommen, arbeiten und ja, und da wieder wegstellen, sondern halt wirklich auch mit dem Pferd ja, einfach Kontakt aufbauen und eine Bindung pflegen. Und das bedeutet nicht immer nur Arbeit, Training, Training, Training. Das kann einfach, das ist einfach jede Zeit, die ihr mit dem Pferd verbringt. Und Sierra
ja, hat lange auch gebraucht, diese Zeit für sich zu genießen. Für sie war das Zusammensein mit dem Menschen leider eher nicht so, ja, wie soll ich sagen, ja, also wirklich ein ganz, ganz tolles Pferd. Hab mich da sehr, sehr verliebt. Ohne Liebe geht das nicht. Das spürt sie einfach, dass ich sie, ja, sehr, sehr mag und dass ich ihr wirklich nichts Böses will. Ich denke, sie hat ihr Vertrauen auch vorher schon den Menschen geschenkt, das ein oder andere Mal, und ist vielleicht da auch böse enttäuscht worden. Es ist ein Importpferd, das heißt, sie ist in Spanien geboren, durch einige Händlerhände gegangen. Und es hieß, das Pferd wäre noch roh. Als wir dann angefangen haben mit den ersten, nach der Bodenarbeit, dann wirklich angefangen haben mit, ja, mit dem Reiten, mit dem Aufsteigen alleine schon, Sattel und alles das kannte sie schon, deutet eigentlich vieles darauf hin. Auch aufgrund der Fotos, die man noch hat, wo sie 2,5 als Verkaufspferd ausgestellt wurde. Ja, dass das Pferd schon mal sehr jung, sehr schwer tragen musste. Peitschen waren von Anfang an, wenn sie die nur gesehen hat, hat sie angefangen zu zittern. Ist erstarrt, hat wirklich Panik bekommen. Und das haben wir auch alles wieder regulieren können. Ich kann mittlerweile gestellt longieren und die Gerte als ja, verlängerten Arm benutzen. Habe ich hier wirklich für mich einen Sechser im Lotto, da sie wirklich eine große Herausforderung für mich war als Trainerin. Ich bin gewohnt, dass ich ein Pferd innerhalb von 3-4 Monaten wirklich so weit habe, in allen Grundgangarten sicher habe und dass man dann mit einer weiteren Ausbildung beginnen kann. Bei Sarah hat sich das jetzt eigentlich, zieht sich das sehr lang. Da haben wir ganz viel Zeit, alle Zeit der Welt. Die Maus bestimmt das selbst und darf auch entscheiden, wann wir den nächsten Schritt gehen, wann nicht. Ja, ist wirklich ein super braves Pferd. Man kann die wirklich mit absolut, mit ganz, ganz wenig arbeiten. Und das ist im Sattel genauso. Das Pferd ist halbwegs fertig, geputzt. Alles haben wir nicht weggekriegt. Es sind noch einige Dreckflecken am Pferd, die sich da leicht, ja, die eben nicht so leicht wegzuputzen sind. Aber die Sattellage ist sauber. Ja, geritten wird die Sierra mit einem Hackamore. Das heißt, das Hackamore ist das Ganze. Das heißt, das besteht aus dieser, ich glaube, das ist eine Hanfmekade. Ich bin mir nicht ganz sicher. Das ist auf jeden Fall ein Naturseil. Mir fehlt gerade das Wort. Wir haben hier das Boseal, das ist dieses Nasenstück. Das ist bei ihr sehr schön flexibel, liegt ansonsten hier an den Backen an, findet hier oben gut Platz. Und hier unten, man sieht es, glaube ich, hat man wirklich zwei Finger. Na, sie kann bequem kauen. Das hier hinten, das nennt sich Fiador oder Fiadora. Das ist sozusagen ein Teil Knotenhalfter, wenn man so will. Das verhindert zum einen, wenn ich jetzt das Boseal in der Bodenarbeit oder das Hackamore verwende, kann ich mit dem Seil nach vorn gehen, ohne dass hier oben so viel Druck drauf kommt. Und das hält das Boseal in einer ganz guten Position. Wenn das jetzt nicht dran wäre, würde das hier da am Kinn anliegen. Ich kann es jetzt auch noch ein bisschen höher machen. Es hält einfach für sie das Boseal in einer schönen Position. Ist im Genick frei, ich habe auch hier genug Platz. Stirnband dran, alles da. Ansonsten haben wir hier, stell dich mal hin, mein liebes Pferdchen. Hier haben wir einen Hidalgo Lederbaumsattel. Speziell den Hidalgo Valencia Spezial. Ich habe alle meine Pferde damit ausgestattet. Und die Spezialserie bietet auch gerade bei Pferden mit viel Widerrist hier oben drin wirklich genug Platz. Und man kann die über die Klettkissen sehr schön anpassen. Das einzige Manko, was ich hierbei sehe, ist, dass die Bügelaufhängung, die ist recht weit vorn. Wenn die ein bisschen mehr unterm Schwerpunkt wäre des Reiters, wäre es schön. Aber gut, man kann nicht alles haben. Bei Sarah deswegen, weil ich auch bei ihr immer noch ein bisschen in den Stuhlsitz komme, weil sie hier noch sehr empfindlich ist mit dem Bein, wenn ich jetzt oben sitze, und deswegen habe ich da Pauschen dran, dass meine Knie nicht allzu viel vorrutschen. Ich hoffe im Laufe der Zeit, wenn ich dann mit mehr Beinhilfen auch reiten kann, dass sie, ja, mich dann auch etwas besser sitzen lässt. Ich will sie aber jetzt nicht, ich will das nicht erzwingen. Sie hat alle Zeit.
Und da haben wir auch schon, wie gesagt, tolle Fortschritte gemacht. Ja, ansonsten Dreipunktgurtung, tolle Sache. Ich reite mit Islandbügeln oder Barockbügeln. Ich glaube, die sind ursprünglich in das Islandbügel. Die hängen immer schön parat, die sind in einem ganz guten Gewicht, also ich mag die ganz gut. Muss jeder selber wissen, Kurzgurt ist jetzt noch locker gegurtet, wir sind ja auch noch nicht auf dem Platz. Und ansonsten, ja, zur Steigbügelaufhängung, ich habe mir hier ein Bändchen rangebaut für das Lead Rope, für das Seil, was eben am Heckemoor noch dran ist. Ja, und das wäre es erstmal soweit. Wir sehen uns auf dem Reitplatz. Wie man sieht hier mit ihrem Heckemoor, ist er glücklich. Mit einem Gebiss war das nicht so der Fall. Mir ist immer wichtig bei allen Zäumungen, die ich benutze, dass das Pferd relativ viel Kieferfreiheit hat, dass sie kauen kann, wie jetzt. Sie können da auch gähnen, wenn es ihr danach ist. Und ein lockerer Kiefer setzt sich natürlich nach hinten fort. Lockerer Kiefer, lockeres Pferd. Ja, und da hilft uns auch ein bisschen das Klickern dabei, dass Sierra da auch schön locker bleibt. Wir machen noch ganz, ganz, ganz viel Schrittarbeit. Und es gibt noch immer einen Klick für tolle Leistungen. Und Sierra braucht auch ihre Zeit, um sich einfach, ja, wie sagt man, warm zu machen, warm zu laufen. Ja, sie ist noch sehr, sehr schreckhaft. Manchmal, sie ist auf jeden Fall voller Power. Und ja, jetzt geht es erstmal ans Training.